Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um das Event Funkelnde Fantasie und es gibt eine Neuigkeit in Pokémon Go. Es gibt einen neuen Ladebildschirm. Darüber war ich sehr überrascht, weil in der Vergangenheit war es halt häufig so, dass der Ladebildschirm nur zur Jahreszeit gewechselt wurde und die nächste Jahreszeit fängt ja erst am 1. März an. Das Event Funkelnde Fantasie startet am Dienstag, den 10. Januar um 8 Uhr. Warum auch immer um 8 Uhr, ich weiß es immer noch nicht. Bis Montag, 16. Januar bis 22 Uhr. Was ist mit Niantic los? Dieses Event geht einfach mal 2 Stunden früher los und geht 2 Stunden länger als alle anderen Events. Das ist sehr merkwürdig. Sonst haben die Events immer erst um 10 gestartet und gingen auch nur bis 20 Uhr. Und ja, interessant. Irgendwie. Bei diesem Event gibt es 2 Highlights. Einmal Mega Brutal Under, das zum ersten Mal in Pokémon Go erscheint. Und Dedenne ist nun als Shiny verfügbar. In der Wildnis erscheinen andere Pokémon. Und zwar haben wir hier Pipi, Pixie, Pummeluff, Dratini, Togetic, Meryl, Trasler, Vibrava, Kindwurm, Kapuno, Dedenne. Und wenn ihr Glück habt, auch Viscora und FM. Bei der Event-Boni haben wir wieder die Möglichkeit, gute, großartige und fabelhafte Würfe zu landen, um mehr Bonus zu bekommen. Wir bekommen doppelte Erfahrungspunkte beim Fang von Pokémon, wenn wir egal welchen Wurf landen. Wir bekommen zusätzliche Bonbons von Pokémon, wenn wir egal welchen Wurf landen. Aber hier wird es bestimmt wieder eine Unterscheidung geben. Wenn man einfach fabelhaft trifft, bekommt man mehr Bonbons als bei einem guten Wurf. Und wir bekommen eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons. Ob jetzt hier wieder eine Unterscheidung zwischen großartig oder fabelhaften Wurf gibt, wissen wir leider nicht. In diesem Event wird es auch wieder Event-Feldforschungen aus den Pokestops geben und eine Sammelherausforderung. Die werde ich euch auch wieder separat anzeigen. Außerdem macht mal Schnappschüsse von euren Pokémon aus dem Beutel. Da könnte es sein, dass dann Pummeluff oder Dratini als Schnappschuss auftaucht. Eventuell 5-mal an einem Tag bekommt ihr garantiert und danach keinen weiteren mehr. Wer also die Schnappschussmedaille noch nicht auf Gold hat, sollte diese Chance auch gut nutzen. Kommen wir nun zu den Raid-Bossen. In den 1er Raids haben wir Meryl, Pummeluff, Kapuno und Milza. In den 3er Raids Flunkiefer, Dedenne und Shadrago. Shadrago ist dann der schwerste 3er Raid-Boss, den es gibt. In den Mega Raids haben wir Mega Brutalander, aber erst ab 10 Uhr. Und auch Zekrom erst ab 10 Uhr in den 5er Raids. Mega Brutalander ist von Drache und Flug. Und die Attacken von Typ Eis sind doppelt effektiv und außerdem sind Drache, Fee und Gesteinsattacken sehr effektiv. Dieser Raid-Boss ist wohl zu zweit machbar, würde aber empfehlen, mehr Leute mitzunehmen, weil desto mehr Leute ihr seid, desto mehr Mega-Energie bekommt ihr aus diesem Raid. Die Konter könnt ihr hier selber sehen und ich würde sagen, als Unterstützung, als Mega-Pokémon könnte man Finontor oder Rexblizer erstmal nehmen. Und besonders gute Krypto-Pokémon gegen diesen Raid-Boss wäre dann Snibunna, Mewtwo und Mamute. Wenn ihr den Raid-Boss besiegt habt, kommt ihr in den Fangmodus. Dort könnt ihr dann sehen, ob es Shiny ist. Die Shiny-Rate liegt bei 1 zu 64. Ohne Wetterboost hat es maximal 2142 WP und mit Wetterboost nur bei Windig wäre es dann bei 2678 WP. Mann, die Zahlen kann man sich bestimmt super toll merken, also ich glaube ich nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück, dass ihr ein Shiny bekommt. Zekrom kommt in die 5er Raids ab 10 Uhr. Dieses Pokémon ist von Typ Drache und Elektro und hat somit also Schwächen gegen Drache, Eis, Boden und Fee-Attacken. Da aber Drachen-Pokémon besonders stark sind und eine bessere DPS haben, werden sie hier auch meistens angeboten. Also die Drachen-Pokémon sind hier ganz oben dabei. Das einzige Pokémon, das keine Drachen-Attacken hat und auf dieser Liste hier erscheint, ist Krypto-Mamutel. Interessante Kombination mit einer Boden- und Eisattacke. Bei diesem Raid-Boss braucht ihr mindestens 2 Trainer. Erst ab 4 oder 5 Trainer wird es wohl einfacher. Wenn ihr den Raid-Boss besiegt habt, kommt ihr in den Fangmodus. Das Pokémon kann Shiny sein, die Shiny-Chance liegt bei 1 zu 20 und die maximale WP ohne Wetterboost ist bei 2307 WP.
Mit Wetterboost bei Windig oder Regen haben wir 2884 WP. Wenn ihr das Pokémon dann auch noch gefangen habt, dann hat dieses Zekrom sogar eine besondere Ladeattacke, und zwar Kreuzdonner. Diese Attacke ist eine Verbesserung für Zekrom, aber dennoch ist Zekrom nicht auf dem ersten Platz. Die Ultrabestie Voltriant ist auf den ersten beiden Plätzen, aber der Schaden in seiner Lebenszeit ist lang nicht so hoch wie bei Zekrom. Deswegen würde ich sagen, könnte auch sein, dass Zekrom tatsächlich weiterhin besser ist und sogar durch die neue Ladeattacke noch viel besser ist. Der Unterschied ist aber nur 0,5 Schaden pro Sekunde. Ob das sich wirklich lohnt, müsste man sich vielleicht mal an einer anderen Stelle anschauen. Vielleicht mache ich dazu einfach einen Short, dann kann ich das nämlich heute nochmal hochladen. Als nächstes haben wir hier die Sammelherausforderungen. Ihr sollt Trassler, Dratini, Pipi, Pummeluff, Merrill, Kindwurm, Kapuno, Dedenne, Tugetik und Pixie in der Wildnis fangen. Sind alle in der Wildnis fangbar und als Belohnung bekommt ihr dann am Schluss 50 Mega Brutalander Energie, eine Lade-TM und eine Sofort-TM. Bei den Feldforschungen aus den Pokestops gibt es folgende Aufgaben. Lande 5 gute Würfe für Dratini, lande 3 großartige Würfe für Pipi, fange 5 Feen-Pokémon für Kindwurm, fange 5 Pokémon für Dedenne, fange 30 Pokémon für Viscora, finde ich ein bisschen übertrieben, 15 hätte auch hier gereicht, oder gewinne 3 Raids. Okay, die gewinne 3 Raids schmeißen wir weg und hoffen lieber auf die Aufgabe mit den 30 Pokémon. Übrigens, die 2 Aufgaben sind sowieso selten, also da bin ich mal gespannt, was mich da heute erwartet. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück und viel Spaß bei diesem Event. Was mir noch aufgefallen ist bei diesem Event ist, wo ist eigentlich Flauschling? Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass es wenigstens mal Flauschling in diesem Event gibt. Aber na gut, heute in der Rampenlichtstunde ist Flauschling, da werde ich auf jeden Fall sehr fleißig spielen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Schreibt mir gerne noch in die Kommentare, was ihr von dem Event haltet. Was werdet ihr am häufigsten jagen? Worauf würdet ihr euch am meisten freuen? Und bis zum nächsten Mal. Batsch!